Stopp, ihr beiden! Keine Spickzettel während des Tests erlaubt. Her damit! Alle, Kate. Nein, unsere Noten gehen dahin. Ich weiß, dass du noch mehr hast. Herr Clarkman zerstört jeden Traum. Momentchen mal, ich habe eine Idee. Oh, das funktioniert auf jeden Fall. Ich brauche einen Stift und einen Cutter. Und jetzt schneide ich einfach den Gummigriff des Stifts auf. Ja, und dann nehme ich ihn ab. Ganz einfach. Zeit für ein bisschen Kleber. Ich gebe einfach den Kleber auf den Stift. Und jetzt kommt mein Spickzettel. Ich lege das Ende des Spickzettels auf den Kleber. Aber aufpassen, dass er ordentlich klebt. Zeit, den Gummigriff wieder anzukleben. Ich setze den Griff wieder an Ort und Stelle und drehe den Spickzettel unter den Griff. Das perfekte Versteck. Ins Mäppchen mit dir. Jake, du hast dich also entschieden, teilzunehmen. Gib mir den Spickzettel. Ich hab keinen, Herr Clarkman. Ich glaub dir nicht. Öffne deine Tasche. Ja, bitteschön. Zeig mir dein Mäppchen. Nichts als Stifte. Du benimmst dich ganz schön verdächtig, Jake. Ah, okay. Geh rein und schreib den Test. Was? Wie soll ich das denn ohne Spickzettel schaffen? Ich werde den Test mit Sicherheit rocken. Also, Spickzettelstift. So, also ich muss einfach nur die Antworten ausrollen. Direkt vor mir versteckt. Jetzt bin ich bereit für den Test. Oh, mein Stift funktioniert noch nicht mal. Ich bin Kate, nicht Cat. Och, ich nehme einfach Jakes Ersatzstift. Nein! Kate, ich brauche diesen Stift. Ach, sei doch nicht so besitzergreifend, Jake. Ihr zwei, was ist da los? Oh, warum ich? Womit habe ich das bitte verdient? Schule ist aus. Siehst du irgendwo unseren Bus? Oh Mann, ich muss echt pinkeln. Ich will ganz schnell nach Hause. Teenager müssen nie auf den Bus warten. Die haben schließlich ihr eigenes Auto. Dein Führerschein verändert alles, Kinder. Sollen wir auf dem Heimweg beim Eisladen vorbei? Wow! Oh, ich will so cool aussehen wie sie. Ich war noch nie in einem Coffeeshop. Kann ich dir helfen? Den hier bitte. 5 Euro. 5 Euro? Okay. Ich glaube, ich habe noch was in der Tasche. Ja. Ja, 5 Euro. Wie viele Cent sind das denn? Und was ist mit diesen Kupferjungs? Reicht das? Ich brauche immer noch 5 Euro. Das muss doch einfach reichen. Okay, der geht auf mich. Also, sein ist super. Hier ist Ihr Cappuccino, junge Frau. Das riecht echt gut. Das muss ich probieren. Was ist das denn für ein Zeug? Bist du okay? Mann, das ist so bitter. Oh, ich glaub's nicht. Pünktlich aufgewacht. Na, zuerst das Wichtigste. Zeit für einen Koffeinschuss. Was wäre ein Morgen ohne eine heiße Tasse schwarzes Gold? Der Geruch allein belebt schon. Yay! Und schon ist es Zeit für eine zweite Runde. Nichts geht über einen spätmorgendlichen Koffeinschock. Bitte sehr. Guten Durst. Danke. Und jetzt noch was zum Schlürfen im Unterricht. Prost, Mädels. Alles klar, legen wir los.
Aber gegen 16 Uhr meldet sich der Kaffeedurst schon wieder zurück. Ach, alle guten Tassen sind drei, oder? Gesegnet sei die Kaffeebohne. Okay, wie war's letzte Nacht? Oh, die Prüfung ist nur einen Tag entfernt und das bedeutet die ganze Nacht durchpauken. Okay, ich muss mich konzentrieren. Der Louvre hat wie viele Schlafzimmer? Ach Mann, woher soll ich denn das wissen? Und wer war Mark Twain nochmal und wie viele Bücher hat er geschrieben? Oh, das ist eine ganze Menge an Info. Augen so müde, muss schlafen. Ach, konzentrier dich. Oh, die Prüfung ist in 5 Stunden. Vielleicht nur eine Sekunde die Augen zumachen. Bin ich in der Schule? Ich habe letzte Nacht wirklich schrecklich geschlafen. Aber wenn du ein wenig mehr Geld hast, musst du nicht so viel lernen. Hey, hast du das Geld? Ich hab's genau hier. Dieser Batzen Geld bringt dir eine Menge. Und zwar alle 50 Antworten der Prüfung. Schnell, bevor uns jemand sieht. Wir treffen uns am Donnerstag vor der Matheprüfung. Klingt nach einem Plan. Oh, schau dir Steven an. Schläft tief und fest wie ein Baby. Schläft mein Junge noch? Er wird zu spät zum Unterricht kommen. Es wird Zeit, meinen Papa-Weckruf einzusetzen. Ach, okay, Sohnemann. Zeit zum Aufstehen. Steven! Raus aus dem Bett mit deinen faulen Knochen! Oh, jeden Morgen. Ich sehe dich beim Frühstück. Nur noch ein paar Minuten. Ich bin aufgestanden, okay? Ich wünschte, mein Vater wird sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Na gut, dann starte ich mal in den Tag. Reiche Kinder wie Lana dagegen machen ein bisschen anders auf. Schau dir den Sonnenschein an. Zeit zum Aufstehen, liebe Lana. Guten Morgen, Prinzessin. Ah, ist es schon morgen? Ich habe wie ein Murmeltier geschlafen. Hier ist ihr frisch gepresster Saft, Fräulein. Danke, Bella. Es geht doch nichts über frischen Saft im Bett, oder? Der ist gut. Hoffentlich sieht meine Haut frisch und erholt aus. Ich ziehe mich jetzt lieber an. Ach Gott, bewahre, dass meine Füße den kalten Boden berühren. Oh, Frau Appleby ist so streng. Ob sie meinen Snack bemerken wird? Was hast du vor, Brian? Können wir uns jetzt bitte alle konzentrieren? Brian, hör auf! Mann, sie sieht alles. Gut, sie hat sich endlich beruhigt. Ich brauche wirklich einen Zuckerschock. Langsam. Und erwischt. Du hältst dich wohl für clever, junger Mann. Es ist hoffnungslos. Ich werde wohl hungrig bleiben. Es sei denn... Hast du kariertes Papier? Benutze ein Lineal, um ein Stück rauszuschneiden. Nimm dann das Papier heraus. Trage Heißkleber entlang der Schnittkante auf. Dann sichere die Seiten mit einem Papierstreifen. Mach das an allen drei Seiten. Dann machst du noch ein paar Kleckse und klebst ein Stück Papier drauf. Jetzt schiebst du das Tablett mit den Süßigkeiten hinein. Ist die Luft rein? Wenn es passt, dann nimm einen schnellen Bissen. Ich habe nur mein Notizbuch geöffnet. Warum ist mir das nicht früher eingefallen?